Herzlich willkommen zurück bei Red Faction im Endkampf. Wir müssen jetzt hier den Terraformer wieder in Gang bringen, damit die veränderte Atmosphäre anscheinend die Aliens töten kann. Da würden die alle aussterben auf der ganzen Erde. Beziehungsweise auf dem ganzen Mars, auf dem ganzen Planeten, meine ich damit. Ach komm, der Raketenwerfer ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Ganz ruhig. Ich muss da runter, aber ich hole erstmal hier. Was geht denn hier ab? Dreh mich um und da erwarten mich meine alten Freunde. Lange nicht gesehen, ne? Wie kannst du es wagen? Muss doch eine Brücke gewesen sein, Marder. Wie zur Hölle so. Ne, da geh ich jetzt nicht hin. Ich upgrade das jetzt und gut ist. Also. Schussfrequenz für Sprengwaffen. Ja. Nehmen wir das. So, du schon. Ha, ein wenig. Zum Teufel nochmal. Das wollte ich nicht auswählen. Wie gesagt, eins hätte ja nicht gereicht. Wäre langweilig gewesen, ne? Du hässliches Vieh. Mach Job. Wie Deibel. Hä? Kommt die denn her? So wird es bei uns erledigt. Ich sehe dich. Hä, warum sterben die denn ständig hier? Das ist etwas verwirrend. Ich verstehe das nicht. Die sterben einfach. Werfen diese komischen Tentakeln irgendwas auf die ganze Zeit? Wie sie sich einfach nicht bewegen. Cool gewesen, wenn sie da wenigstens so ein bisschen Bewegung drin hätten, aber... Mein Gott, ich beschwere mich nicht. Fehlt ein bisschen was an Brücke. Nehme ich mal an. Och, komm. Kann ich... Lass mal ausprobieren, ob das geht. Ich lock den mal hierher. Ich will den da runterschubsen. Komm schon. Alter, ich dich! Und Abflug! Natürlich hat er das überlebt. So, jetzt steht so rein theoretisch kein Problem mehr da. Was? Und eine Richtungstaste? Ey. Seht ihr schon, was da hinten angeschissen kommt? Ich bin doch nicht blind. Geh bloß weg von mir.
Natürlich. Ist ja sonst nichts ist. Ist ja nur ein Gigant. Komm schon. Gib ihm. Dude. Du bist dead. Ha, ich wollte gerade sagen. Aber da kommt doch mit Sicherheit noch ein zweiter. Und zack, kommt der zweite um die Ecke. Ach man, dieses Spiel enttäuscht mich wirklich nie. Der Endkampf war ja noch nicht genug. Ich wollte schon sagen, kommt jetzt noch ein dritter um die Ecke. Aber es wird mich überhaupt nicht wundern. Ganz ehrlich, es wird mich kein bisschen wundern, wenn jetzt noch ein dritter kommt. So. Na. Hey, hallo. Wo seid ihr? Hier sind wir, glaube ich, letztes Mal rausgekommen oder reingegangen? Also, was heißt letztes Mal? Ganz am Anfang. Ja, doch, letztes Mal, als wir hier waren. Ganz am Anfang. Oh mein Gott. Du. Hässliches Vieh. Ja, jetzt unsichtbar machen, oder? Seh nix. Erst hier große Klappe haben und dann. Ich weiß schon. Obwohl wir wahrscheinlich jetzt nichts mehr davon brauchen werden, so wirklich, nehme ich trotzdem alles mit. Ja, alles. Ha! Damit wollt ihr mich aufhalten? Anfänger. Na? Ey. Huch. Warum denn? Lässt du denn den Kopf so hängen? Was denn das? So viel dazu. Main entrance is blocked. There's no way we're going here. We need another way in. Building schematics show an auxiliary entrance several floors above us. Ich würde gerne hier mal irgendwas machen. Ey. Das war absolut nicht die Waffe, die ich haben wollte. Ich kann aber immerhin einmal upgraden. Was nehmen wir denn da mal? Hier Schussfrequenz. Hier habe ich alles, außer Schockwellen. Schaden. Ja, was gibt's denn hier noch so? Außerdem den Schaden, den du dabei bekommst. Ja. Tatsächlich jetzt. Große. Was steht da? Warum geht das denn immer auf? Achso, einen Ring haben wir jetzt komplett voll. Ich war doch richtig. Hä? Achso, ja. Hier war ich am Gebäude. Und hier ist noch irgendwo ein Unsichtbarer, aber der traut sich irgendwie nicht. Das ist ein kleiner, kleines perverses Alien. Darauf jetzt.
Das war nicht das Letzte. Leute. Weißt du, dann können sie wenigstens dieses Geschwirr hier wegmachen. Könnt mich mal. Ohne Scheiß, könnt mich echt mal. Hier. Komm her jetzt. Es ist was immer noch nicht? Immer noch nicht? Meine Güte. Das ist ein anstrengender. Das eine Mal, das war letztes Mal schon so, das eine Mal in der Sequenz, wo ich was trinke, geht die Sequenz nur so 3 Sekunden lang. Oh, Mann. This place is a disaster. The secondary units will need to come online before the core can be repaired. Damn bugs aren't gonna make this easy. Hä? Was macht der denn da? Na? Wo seid ihr? Ganz ruhig. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Dreck wegräumen. Knöpfe drücke, Klapp zu, fertig. Hä? Das... Oh. Gut. Na gut. Geht's hier durch? Gibt's hier irgendeinen Ausgang? Vielleicht? Ich verstehe absolut kein Wort. Hä, was? Da oben? Komme ich denn dahin? Na, ist ja auch eigentlich relativ unwichtig. Ich brauche weder Munition irgendwie großartig, noch hätte ich genug, um überhaupt irgendwas zu skillen. Knöpfe drücke, Klapp zu, fertig. Könnt ihr bitte nein? Und kommt mal auf mich. Ach Gott. Die Lance aber auch nie, ne? Warum wundert mich das überhaupt nicht? Ich bin hier noch nicht fertig. Bevor ich hier nicht fertig bin, finde ich hier gar nichts, ja? Könnt mich nicht zwingen. Ja, dann muss ich. Na, sterben die jetzt alle? Oh, ja.
Alle gestorben. Sehr schön. Wie schnell die abhauen können. Ist unglaublich. Du mieses Stück. Nee, Moment, das ist ein ganz großer. Wenn der diese Gülle schießt, dann ist es ein ganz großer. Du kommst hier nicht hoch. Geh weg. Ich sorg dafür, dass er hier gar nicht hochkommt und dann löse ich das Problem ganz einfach. In etwa so. Oder so, geht auch. Dann sehe ich, dass die Aliens, weißt du, die haben die Armee überrannt förmlich. Die schaffen es nicht, auch nur den Hauch einer Chance gegen uns zu haben. Ich meine, wir haben die krassesten, zerstörungswütigsten Waffen, die es gibt. Aber ich meine, ich weiß, hier und da wird es knapp und eng ein bisschen, aber ja. Es ist jetzt nicht so, dass sie, dass wir gar keine Chance hätten. Oder dass sie eine Chance hätten. Die Aliens, die wollen sie mal wieder wissen. So, ein bisschen Munition nehme ich mit. Toll, weißt du, das einzige Ding, was ich haben will, kommt nicht runter. Danke sehr. Eins fehlt mit Sicherheit noch. Ja, alle Sekundären. In der Dunkelheit. Ha. So, das haben wir. Hier fehlt nur noch eins, zwei. Egal, nehmen wir das. Wirklich, brauchen werden wir es eh nicht mehr. Na super. Ach. Ihr könnt mich alle mal. Ohne Scheiß. Zockt nur rum, ja? Absolut verdient. Ich mache ja alles platt. Keine Gnade.
Ja, genau. Hallo, hallo. Alter. Was geht denn hier ab? Muss ich durchschießen? Geht das? Wenn die nicht so rumzucken würden, wäre es sehr viel einfacher. Mit euch. Na? Wo versteht... Oh, mein. Tschüss! Komm schon. Es kann doch nicht so schwer sein, hier ein paar Tentakeln platt zu machen. Einmal hier irgendwie. Ja, da oben ist auch noch irgendwo was. Oh ne, da. Langsam wird's lächerlich. Ich bin tot. Gleich. Glaube ich. Ich weiß nicht, ich hab so ein Gefühl. Das wollte ich doch überhaupt nicht. Ja, weißt du was? Hält mich mit so Kinderkram gar nicht auf. Da wird direkt volles Programm draufgegeben. Ach nö. Wirklich? Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Hier, leck mich. Was? Ich muss die Dinge jetzt reparieren. Bevor das... Ja, super, wenn hier so ein... Oh mein Gott. Ich hab dich repariert. Ich hab... Was ist überhaupt... Core Software Failure. Oh, come on! Rebooting. Wuhu! The towns I'm targeting must be defended while the system resets. Gotta hold them off while the core reboots! Verdammt nochmal. Ich hab dich repariert jetzt. Gibt's doch nicht. The central core units must be repaired before the terraformer can function. Ich weiß das. Ich hab... Oh, wie... Meine Güte, hier. Ich repariere doch die ganze Zeit wie im Klopp da. Schieß doch hier meine komischen Dinger dahin. Ihr macht hier nichts kaputt, damit das klar ist. Kleine Scheißviecher. Nichts gibt's. Was zum Teufel?
100%. Mhm. Nett dank euch. Och. Es läuft doch schon weiter. Es läuft doch. Ey, wie soll ich denn... Du hässliches, kleines Drecksvieh. Was ist ein Bild? Oh mein Gott, hier sind so viele Aliens. Es sind so viele. Ich hab doch... Repariere nix Bombe hingeschossen. Hallo. Ball, immer drauf. Ist gleich fertig. Und? Jawohl. Nein. Ja? Scans indicate the effect is spreading rapidly. Alien life forms are disoriented and dying. Contact Winters. We need to get this area secured. Well, Mason, guess you lived up to your family name. We're down to it. Reptile from Mars in the process. Yeah, but you got the job done. We all did, Frank. Sorry about Carl. Thanks. Warning. An immense burst of radiation is about to penetrate the atmosphere. Easy there, genius. That's the sun. My sensors are overloaded. Mine too. Tja, da scheint's doch schon vorbei zu sein. Ging kürzer als ich dachte, aber überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil also im Vergleich zum ersten war es halt sehr viel linearer, hatte weniger mit Zerstörung zu tun, viel mehr Action und viel mehr dieses direkte Ziel, nicht so, ja, mach das, dann geht das runter, das, dann geht das runter. Im ersten Teil war es halt ja, relativ repetitiv. Tatsächlich. Auf eine gewisse Art und Weise. Jo. Dann. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Also. Ich würde sagen, ziehen wir ein Fazit. Beziehungsweise ziehen wir eine Bewertung, dann Fazit. Das erste, Gameplay. Also, das Verhalten, nicht Gameplay an sich, was man machen konnte, sondern wie es lief, so die Steuerung und sowas.
Mir hat's gefallen, dass es eine feste Schulterkamera war, nicht so eine halboffene Vogelschulter irgendwie Kamera wie im Vorgänger. Ich fand's, es lief flüssiger. Die ganzen Animationen waren ein bisschen schneller und flotter, das war schon gut, das war besser. Also jetzt im Vergleich zum ersten, nicht zum ersten, sondern zum Vorgänger. Ich glaube, das ist der vierte Teil jetzt aktuell in der Serie und ob da noch welche kommen, keine Ahnung. Lässt sich schlecht sagen. Ich weiß aktuell von nichts. Dann, also Gameplay war sehr gut eigentlich. Das heißt sehr gut, es war gut. Dann haben wir Story. Die war, ja, nicht die innovativste Story, also nicht die super am weitesten ausgearbeitete Story. Dennoch war sie ganz solide und man konnte ihr leicht folgen. Dann die Action Verhältnis, gerade bei Red Faction, Action zu Zerstörung war meinem Geschmack nach, hätte es ein bisschen mehr Zerstörung sein können. Dass man irgendwas zerstören muss als Quest, hatten wir ab und zu, aber halt nur hier und da eine Brücke oder so. Aber das ist jedem selbst überlassen, was er bevorzugt. Ich finde, das Verhältnis ist in Ordnung, akzeptabel. Was haben wir noch? Preis? Preis-Leistung? Das Spiel hat gekostet zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, ich glaube 5 Euro oder so. Also echt nicht viel. Der Vorgänger mit dem zusammen, die ja so ein bisschen aufeinander aufbauen, mehr oder weniger, 7 oder 8 Euro haben die zusammen gekostet. Und ich finde, dafür, was man bekommt, ist es schon absolut in Ordnung. Die Grafik war jetzt kein Meisterwerk, aber das, man muss bedenken, das Spiel ist von 2011, wenn ich mich nicht täusche. Und ich meine, es war ganz okay. Es waren jetzt keine mega Grafik-Bugs drin. Zumindest ist mir persönlich nichts aufgefallen. Ich kann aber auch nur einfach dran vorbeigeguckt haben. Was mir ein bisschen nicht so gefallen hat, ein kleiner Minuspunkt ist, dass es generell so dunkel war, das ganze Spiel. Weil man ja irgendwie 60% des Spiels unter der Erde war. Und da war es halt so, ich habe es ja zwischen den Folgen auch nochmal ausgetestet, es war völlig egal, wie hoch ich Gamma stelle, Helligkeit, es ist einfach das Verhältnis von der Umgebung gewesen, die so dunkel war. Das heißt, hätte ich es hochgestellt, ganz hoch, wäre es alles so komisch milchig gewesen und das war echt nicht geil. Nanu, was kommt jetzt? Du hast es geschafft und damit Neuspiel Plus, Cheat sowie die Waffen Mr. Toots. Die kommen mir bekannt vor. Mr. Toots. Und den Vollstrecker freigeschaltet. Das kommt mir bekannt. Oh! Abfeuern? Ja, ja, oh ja, oh ja. Das weckt Erinnerung. Aber wie habe ich das denn bekommen? Wenn man das echt nur durchs Durchspielen bekommt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich es durchgespielt habe, aber ich kenne diese Waffe. Ups. Mal weiter. Was zur Hölle? Die sie zum Ziel lenkt. Klingt ja interessant. Naja, auf jeden Fall. Das hat mir, also mit der Dunkelheit, das hat mir nicht so gefallen. Alles in allem kann ich es empfehlen. Wer auf
Actionspiele steht. Wie sagt man denn bei Spielen? Also bei Filmen sagt man Popcorn-Kino. So keine Spiele oder Filme, wo man seinen Kopf anstrengen muss, um das zu verfolgen. Sowas meine ich. Ja, das war's. Ich hoffe, euch, jedem, der zugeschaut hat, hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand's sehr interessant. Ging kürzer als der erste. Als der Vorgänger. Und wir sind definitiv noch nicht vorbei. Noch nicht fertig. Wir haben hier noch das hier. Das hier. Jetzt hat sich wieder gerade... Oh mein Gott. PDF, lass mich in Ruhe. So. Und das hier. Also wir haben die drei Dinge noch. Aber das kommt erst in die nächsten Folgen dran. Dann würde ich sagen, viel Glück. Viel Spaß euch noch. Und habt ein schönes Leben. In diesem Sinne. Bis dahin.